Herzlich willkommen zu meinem neuen Lieblingsvideo. Heute habe ich mal was im Briefkasten gehabt und wir gucken mal gemeinsam rein, würde ich sagen. So, dann wollen wir mal gemeinsam den Umschlag auspacken. Ich meine, wenn ihr den Videotitel schon gelesen habt, dann werdet ihr wahrscheinlich wissen, worum es geht. Aber wir gucken mal rein. So, okay, von Philips. Lieber Produkttester. Okay, also es geht darum... Ich habe ja den Philips OneBlade Pro getestet vor ungefähr 4 Monaten. Und da man ja alle 4 Monate die Ersatzklinge, die Klinge auswechseln soll mit Hilfe einer Ersatzklinge, haben die Philips Leute mir netterweise 2 Ersatzklingen zugeschickt, die ich auch testen darf. Hier ist die Verpackung, hier sehen wir vorne drauf die Klinge. 2 Stück sind drin, hält bis zu 8 Monate. Eine Klinge hält 4 Monate, daher 8, weil hier 2 drin sind. Hier hinten, was steht da noch drauf, schneidet nur Haare und nicht die Haut. 2 Klingen, hält bis zu 8 Monate, passt halt auf OneBlade, aber halt auch auf OneBlade Pro Produkte. Und nass und trocken halt. Genau, hier nochmal auf Französisch, glaube ich, daneben. Was ich gleich mal vorneweg schon mal sagen möchte, was mir übrigens aufgefallen ist in den letzten 3 bis 4 Monaten. Die Ersatzklingen oder halt die Klingen an sich gibt es halt nur mit diesem grünen Streifen an den Seiten. Das passt perfekt designtechnisch zu dem Philips OneBlade, weil der ja auch so einen grünen Stiel hat. Aber wenn man den Philips OneBlade Pro hat wie ich, der ist halt so in silber-schwarz gehalten, da finde ich jetzt designtechnisch diese grünen Streifen an der Seite der Ersatzklingen und hier unten halt auch nochmal ein bisschen grün jetzt nicht so super gelungen, diese Kombination. Hätte ich lieber schwarze oder silberne Streifen gehabt. Aber da ich ja jetzt hier das Philips OneBlade Pro bzw. OneBlade Ersatzklingen habe, finde ich, schreit dieses Video direkt danach, weil es jetzt auch schon eine Weile her ist. Ungefähr 3 bis 4 Monate. Ich werde euch gleich nochmal sagen, wann ich den Philips OneBlade Pro erhalten hatte und wie lange ich ihn jetzt benutze. Schreit dieses Video im Endeffekt nach einem... Wie geht es eigentlich? Nun sind wir in meinem Badezimmer und ich gehe mal ein bisschen ins Detail. Hier ist der Philips OneBlade Pro. Ich habe den jetzt... seit 3,5 Monaten ungefähr. Ich kann ja mal kurz zeigen, wie er jetzt von außen aussieht. Also viel verändert hat sich da jetzt eigentlich nicht. Mal ohne Kappe. Hier ist noch die normale Klinge, also die erste Klinge drauf, die ich drauf gemacht habe. Wie gesagt, sieht man diesen grünen Rand, was ich vorhin meinte. Bülent Ceyhan hatte mich auch gefragt, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, in einem meiner letzten Videos zum Philips OneBlade Pro, ob denn bei mir auch die Akkuanzeige so verschwommen aussieht, leicht verschwommen. Ich kann es ja nochmal jetzt zeigen, falls ihr das Video seht. Ich glaube, ich habe es auch in einem anderen Video schon mal gezeigt, aber so leicht verschwommen sieht es halt auch aus. Das ist jetzt nicht zu 100% scharf. Wenn wir jetzt gerade schon mal die Akkuanzeige gesehen haben, der Akku hält auch immer noch wunderbar, immer noch so wie am ersten Tag. Ich bin übrigens jetzt mal ehrlich zu euch. Ich habe aus reiner Faulheit, weil immer hier mein Philips im Badezimmer, mein Philips Style Shaver liegt, der hier, habe ich rein aus Faulheit immer diesen genommen. Irgendwie, weil der war noch eingepackt, also nicht eingepackt, aber der war halt woanders verstaut und der stand halt draußen. Ich habe in meinem Badezimmer nicht so viel Platz. Und das wollte ich immer mal tauschen, aber irgendwie kam es immer nicht dazu. Und dann habe ich halt den Philips Style Shaver die meiste Zeit noch genommen. Den habe ich jetzt angefangen zu benutzen seit, ich glaube, letzter Woche regelmäßig zu benutzen, da ich mich mit dem hier unten rasiert habe. Der ist jetzt ungefähr, ich will jetzt nicht lügen, aber gefühlt ist, glaube ich, 4 Jahre alt oder so, der Philips Style Shaver. Und da habe ich mich halt unten glatt rasiert, so wie immer. Und auf einmal blieb ich stecken und der hat dann da geraspelt irgendwie. Und dann fing ich erstmal an zu bluten hier am Hals und... Das fand ich gar nicht schön. Ich glaube, die Klinge hier müsste halt auch mal erneuert werden wahrscheinlich. Aber es ist ja hier noch ein bisschen schwieriger als jetzt beim Philips OneBlade Pro. Und der Philips OneBlade Pro ist halt durch die Ersatzklinge alle 4 Monate eigentlich wie ein neuer Rasierer. Dann hat noch der Alexander 1 in einem meiner letzten Videos gefragt oder gesagt, dass es ja so aussieht, dass der OneBlade Pro auch mal wieder nicht an so eine Nassrasur rankommt. Damit hat er natürlich recht. Also ich finde halt auch, dass zumindest bei meinem Bart, und wahrscheinlich haben das Problem viele Männer oder vielleicht auch Frauen, dass man beim Rasieren mit einem elektrischen Rasierer die Haare nicht so glatt kriegt und nicht so gut wegbekommt, dass man halt, ich meine, man sieht ja jetzt hier zum Beispiel ja auch noch Haare, so leicht. Ich bin mir zwar gerade nicht frisch rasiert, aber man sieht die halt nach einem Tag oder halt auch beim Rasieren. Ich kann es nochmal kurz probieren. Ich weiß nicht, ob das dann gut rüberkommt bei der Kamera.
gleich vorne wegzunehmen. Mit dem Philips Style Shaver habe ich nicht so eine gute Ergebnisse erzielt. Das habe ich jetzt halt nochmal gemerkt, so, wo ich halt gewechselt habe. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, das ist halt ein bisschen rot. Das Rote geht natürlich noch weg. Ich habe keine Ahnung, ob man es sieht, aber das werde ich nachher beim Schnitt sehen. Und ich finde eigentlich wirklich, dass er zwar nicht an der Nassrasur rankommt, so wie ich halt auch in meinem Review schon gesagt habe, aber nah dran ist. Nah dran, ganz wirklich nah dran. Ich finde, man merkt auch nochmal einen Unterschied zwischen so einem Klopper und dann so einem kleinen handlichen. Das ist auch nochmal ganz schön. Kaputt gegangen ist daran nichts. Ich habe mir, wie gesagt, auch nicht so oft benutzt. Und die Klinge sieht dann nach dem Rasieren logischerweise ein bisschen dreckiger aus oder ein bisschen dreckig aus. Aber die Haare kannst du ganz locker halt einfach mit ein bisschen Wasser auch abspülen. Dann hast du wieder eine relativ saubere Klinge. Mein Haaren befreit halt auch das Schöne immer an diesen wasserdichten elektrischen Rasierern. Trimmen funktioniert natürlich mit dem Philips OneBlade Pro genauso gut wie mit jedem anderen Trimmer auch. Da habe ich jetzt nicht so einen Riesenunterschied gemerkt. Was ich aber natürlich, vielleicht minimaler Unterschied ist, dass man schon dadurch, weil die Klinge ein bisschen schmaler ist, man gut an die Haare unter der Nase, also über der Oberlippe gut rankommt an diese Stellen. Das soll jetzt eigentlich auch schon mit dem kurzen, wie geht es eigentlich, dem Philips OneBlade Pro sein. Ich bin sehr zufrieden immer noch. Ich benutze ihn jetzt regelmäßig, da der Style Shaver halt nicht mehr so gute Ergebnisse liefert. Auch wenn andere den Style Shaver immer noch besser finden, siehe den Kommentar jetzt hier unten, der eingeblendet wird. Aber ich steige um zum Philips OneBlade Pro. Und weil ich das Video nicht zu lang machen möchte, beende ich hiermit das Video, damit ich mich nicht zu oft wiederhole. Zuletzt habe ich noch eine Bitte an euch. Falls euch das Video gefallen hat oder vielleicht habt ihr auch schon andere Videos von mir geguckt und ich finde das, was ich mache, gar nicht so schlecht, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mich damit unterstützen würdet, indem ihr mir einen Daumen hoch gebt für das Video, wenn ihr das Video halt auch gut fandet. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, mich abonnieren würdet. Weil ich habe in letzter Zeit mitbekommen, dass umso mehr Abonnenten und umso mehr Leute deine Videos gucken und du ja dann automatisch logischerweise eine größere Reichweite hast für ein paar Firmen oder Unternehmen. Dadurch habe ich halt mehr Chancen, verschiedene Produkte testen zu dürfen und die dann hier auf YouTube halt auch für euch bereitstellen zu können. Deswegen wäre das so eine Art Win-Win-Situation, wenn euch meine Videos gefallen halt. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder halt eine wunderschöne Nacht, je nachdem, wann ihr gerade das Video guckt. Und wir sehen uns bestimmt bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Hier haben wir meinen 13,3 Zoll großen Acer Aspire R. Hier haben wir meinen 13,3 Zoll großen Acer Aspire R13 R7 371T 554Z, um das auch mal gesagt zu haben. Er ist jetzt, wie gesagt, 8 Monate alt, wiegt 1,5 Kilo und besteht aus einer hochwertigen Materialkombination, wie ich finde. Das seht ihr ja auch gerade, sieht schon sehr cool aus auf jeden Fall.